Alles klar, Daniela. So. Okay. Ich würde aber sagen, wir lesen den nochmal vor. Geehrter Mr. Haasen, hiermit bestätigen wir den Eingang Ihrer Kündigung des Miethauses in der 28E Second Avenue. Wir bedauern Ihren Verlust und haben vollstes Verständnis dafür, dass Sie das Haus so schnell wie möglich verlassen möchten. Insbesondere wenn man bedenkt, was in dem Haus direkt gegenüber geschehen ist. Den Mietvertrag können wir leider trotzdem erst vollständig auflösen, sobald ein Nachmieter gefunden worden ist. Familie Miller zeigte auch reges Interesse. Ihre Telefonnummer auf der separaten Visitenkarte anbei. Ob Sie die Millers über die vergangenen Vorfälle im Haus informieren möchten, überlasse ich selbstverständlich Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Garrison Moore, Vermietung 5. Januar 1970. Nette, hast du das nicht selber auch gespielt? War mir nicht so. Rocky, willkommen. Heute Abend gibt's Horror. Eigentlich sollte es noch was anderes danach geben. Aber The Nightfall nicht. Hast du nicht gespielt? Ach so, ich dachte, du hättest das auch gespielt. Aber alle anderen hast du, glaube ich, gezockt, ne? So wie ich. Ich habe, glaube ich, eine komplette Kollektion davon auf meinem Kanal. So, geht sofort weiter. Ja, ich habe auch noch die Simulatoren, aber da kam ich noch nicht zu. Weil Simulatoren kosten leider, tut mir leid, André, leider viel, viel Zeit. Und jetzt gerade ist bei uns ja der neue Games-Hype, das neue Add-on im Hype. Und da hat man im WoW dann doch viel zu tun. Aber wir wollen jetzt nicht von WoW reden, wir wollen über Horrorspiele reden. Ich gehe ja sofort weiter, kleinen Moment. Aber schön, dass ihr da seid. Ich finde das immer. Eben ich war schon am Knubbeln, wer denn kommt, wenn ich Horror spiele. Weil es ist ja nun mal so, wenn man sonst was anderes spielt, hat man ja normalerweise andere Leute da. Aber wir lassen uns den Spaß nicht verderben. So, das Lagerfeuer brennt noch. Okay. So, dann laufen wir mal eine Runde. Und gucken mal. Die Taschenlampe habe ich immer noch nicht an, weil. Die werden wir noch früh genug brauchen. Wir brauchen Disketten. Ja. Batterien. Batterien auch nicht verkehrt. Auch immer gern gesehen. Irgendwo hänge ich wieder. Kaffee. Alter! Hiro! Alter, Hiro, denk an mein schwaches Herz. Ich bin eine alte Frau. Mann. Habe ich mich jetzt erschrocken? Auf jeden Fall. Hallo und willkommen. Alle, die dazu gejoint sind. Alter. Ey. Ich habe dich schon extra leiser gedreht, weißt du? Extra leiser gedreht. Mann. Alter. Ja, Nette, da freust du dich. Da hast du jetzt Spaß, ne? Kennst du, oder? Meine Güte, ey. So, das wir. Ich hab ja auch extra den. Oh, Perle, beweg dich ja auch nicht. Alter Schwede, ey. Ui, danke. Der Radiosender ist immer noch Kacke. Was ist das da? Ah, die Kaffeemühle geht nicht. So, mal gucken.
Ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. Ich habe gerade keinen Durst. Vielleicht später. Naja. Ist ja nicht so, als wenn wir nichts zu trinken hätten, ne? Wenn ich mal hier den Schrank so aufmache. Meine Güte. Ach, da ist eine Kerze. Soll das eine Kerze sein? Jo. Kannst du in den Kerzenleuchter? Ja, das ist mir klar. Danke, Ero. So, diesmal sind keine Batterien. Eingemachtes. Bücher. So, jetzt muss ich erstmal die Sauerei wegmachen, ne? So, zack. Und gleich ein neues Ei. Und den gleich wieder zumachen. Hallo. Der Sound gefällt mir nicht. Zack. Back. Weiter gucken. Ist da noch immer drin? Benzin, also wie Benzin hier. Und? Was haben wir da? Was ist das? Cornyflakes. Besonders das andere Ding ist noch nicht offen, ne? Und der geht trotzdem nicht ganz auf. Das möchte ich nicht in den Backofen stecken. Ja. Toast haben wir auch keinen. So. Ich hätte gern eine Kaffeetasse, ne? Wir können hier Kaffee trinken. Die Kaffeemaschine geht. Warum das arme Ei? Es hat es verdient. So, da oben kommen wir nicht dran. Können wir hier noch irgendwas benutzen? Nö. Was ist denn der Griff von... Ach, da. So, Staubsauger, hallo? Geht's dir gut? Ja, schön. Hallo. Mach die Tür zu. So, die sich gerade an, als wenn da hinten was gelaufen wäre. Ah, Streichhölzer. Aber ich glaube, die können wir nicht nehmen. Ich glaube, ich habe schon genug. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Oh, no. Das ist doch gerade. Das hört sich an, als wenn da was angelaufen wäre. Hallo? Oder hängt da was in den. Oh Gott, nee, oder? Oh. Hängt da was in den Lüftungsrohren? Die geht, glaube ich, immer noch nie auf. Die auch nicht. Abgeschlossen, abgeschlossen. Da läuft was. Hört ihr das? Dieses Tippeln? Das war doch ein Tippeln. Hallo? Nicht? Alter. Ist das eine Spinne oder was? Ah ne, das ist der erste Zettel. Gehen wir da oben. Ah. Ah. Ich mag keine Clowns. Hallo? Hier ist noch alles. Oh nein! Jerry, er ist aus seinem Käfig abgehauen. Ich sollte ihn suchen und zurückbringen. Oh nein! Jerry ist weg. Ja. Ich gehe ihn gleich suchen, ja? Ich gehe erstmal gucken, was hier so in den Schränken ist. Streichhölzer. Ich habe Ich noch habe genug. schon 10 Streichhölzer. Ah, das ist dann Jerry, der hier den Sound macht. Hallo Jerry. Hallo. Da ist noch eine Kassette drin.
So. Das ist nix. Das legen wir mal einmal an. Ich drück jetzt. Alter. Da waren wir schon drin. So, bei den Eltern mal gucken. Ich hab's nicht so mit der Kurve laufen, ne? Ecke. Kurve. Jawoll. Willst du mir irgendwas sagen, Spiegel? Alter Schwede. Okay. Da ist Sherry nicht. Da ist Sherry auch nicht. Nicht jetzt, mein kleiner Freund. Muss ich aber auf. Ah, wir haben die erste Diskette gefunden. Wir können gleich zocken. Wo steckt Jerry nur? Ich muss ihn finden. Ja, ich bin dabei. Hetz mich nicht. Hetz mich nicht. Was kapau auf das Ei. Die Soundkulisse. Jerry? Ich trau den Dingern nicht, ne? Da ist nix. So. Musikzimmer? Jerry! Hallo Jerry! Ne, jetzt spielen wir nicht kein. Immer wenn dieser Zaun kam. Das war kein gutes Zeichen. Moment. Ich musste mal eben. Oh, meine Stimme, ey. Hi. Oh, dieses Gekrabbel, ne? Ich glaube, das ist unten. Ich glaube, das ist unten. Was soll denn das jetzt? Da waren wir doch gerade erst drin. Wo steckt Jerry nur? Ich muss ihn finden. Ja, ich bin doch dabei. Das Feuer läuft. Da war nix. Da war auch nix. Oder hätte ich vielleicht erst noch nach oben gehen, diese Geräuschkulisse ist, ja. Nee. Nee. Nö. Kein Atari. Oh, hier waren wir schon, ne? Eieiei. Komm, ich wisch das. Ah, Eier mal weg. Wo ist denn der Krümel? Hat einer von euch gesehen? Ouch.
Jerry. Wie bist du denn da reingekommen? Also bei meiner ersten Runde war der Kleine im Kühlschrank. Der ist an der Backofen übrigens. Das sollte Jerry jetzt in seinen Käfig zurückbringen. Der war übrigens an. Habt ihr gesehen? Ich hab den gerade ausgemacht. Du Krümel. Was machst du denn? Kommt jetzt wieder der Geist hier rum? Du kleine Maus. So, zurück mit dir in deinen Käfig. Jawoll. So, jetzt haben wir eine Diskette. Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Ja, habe ich. Gucken wir mal. Gucken wir uns mal kurz an, was da kommt. Ja, der arme kleine Wurm, wa? Ich meine, Kühlschrank war ja jetzt nicht so schlimm. Das erinnert ja so an die Comics. Aber im laufenden Backofen, das ist makaber. Oh. Ah. Oh je. Wer erinnert sich noch? Wer erinnert sich noch an die... an die langen Ladescreens von C64. Tree Age. Ich glaube, wir lassen das gleich einfach laufen. Gehen dann mal weiter. Aber ich gucke mir das mal eben noch an, was da jetzt noch kommt. Oh yeah. Was ist das? Muss ich mir die Dinger bis zum Ende angucken? Ich glaube, ich lasse den jetzt einfach gleich. Alles klar, Nette, weiß ich Bescheid. Dankeschön für deinen Besuch, dass du da warst. Ne? Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hm. So. Okay, lass uns mal weitergehen. Ja, diesmal hat das Kapau aber nicht geklappt, wa? So, dann gehen wir mal. Was für Geräusch? Kulisse hier draußen. Okay. So, hier waren wir schon überall, ne? Hier auch. Lass uns mal gucken, ob jetzt eine Tür offen ist. Da liegt was draußen. Wie kommen wir denn da raus? Die Tür ist zu. Müssen wir jetzt erstmal einen Schlüssel suchen? Und, ach da, Schlüssel. Ja. Schlüssel.
Wir müssen auf den Hof. Ob mir das gefällt, ich weiß nicht. Da liegt eine Kerze auf der Tonne. Oh, wir können uns hier frei bewegen. Sollen wir uns vielleicht erstmal... Ja geil, Raketen. Ich möchte die Raketen hochjagen. Na gut, wir gehen uns mal den Brief angucken. Frederick und Maggie Harson haben ihre Kinder Mike, 9 Jahre, und Valerie, 8 Jahre, als vermisst gemeldet. Beide sind am Nachmittag des Vortages, den 12. November, mit ihrem Hund Molly bis zur Straßenecke spazieren gegangen. Zum Haus zurückgekehrt ist aber nur das Tier, das eine leichte Schnittwunde an der Pfote hatte. Die Kinder sind weder bei Freunden noch bei Nachbarn aufgetaucht. Sie berichten aber von einem auffälligen Eiswagen, der nichts verkauft, sondern nur durch die Nachbarschaft fährt. Die Behörden ermitteln wegen des Wagens. Einige wenige Augenzeugen berichten von einem Fahrer im Clownskostüm. Oh mein Gott, der läuft da. Siehst du? Da rechts? Clowns, ich hasse Clowns. Clowns und Puppen. Oh, nein, ich will nicht. Oh, ich muss weg. War schön mit euch, ich gehe dann. Boah, nee. Clowns. Oh. Ich habe das schon geahnt. Weil den Schatten habe ich auch in den Aufnahmen schon mal gesehen. Nein, 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 nein.